der zahlt, ja, er kriegt das ist von denen schon gezahlt. Twitch. Vielleicht zahlen die GEMA ja für bestimmte Streamer. Kann ja auch sein, stimmt. Oder er hat mit der GEMA irgendwas ausgemacht. Geht natürlich auch. So, jetzt steht bei mir schon dran, es kommt zu erheblichen Frame-Drops. Aber du kannst ja mal den Twitch-Channel jetzt aufrufen und gucken, Öli. Take me tonight. Everything is possible. Kommt der Manu eigentlich zum Kommentieren? Ich bleibe auch mal drin und kommentiere ein bisschen, oder? Ja, macht das ruhig, Was Leute. ist das denn für eine Map hier? Das ist ja auch eine coole Map. Da war am Anfang eine Mühle und ein Wachturm. Moorland. Aha. Take me Moorland. tonight. Everything is possible. Genau, aufs Klo, dann richtig die Karte ein, Leute. Wie heißt das Spiel? By my side. Und siehst du schon was im Stream? Hallo? Fragst du mich? Ja. Jetzt müssen wir Warte. jetzt auschecken. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir haben nur 4 Minuten. Was geht hier ab? Stream auschecken. Hallo? Aber dann musst du mal Rhythmbot anhalten. Du bist bei mir noch nicht online. Doch, streamt. Und läuft Genau, noch nicht flüssig. angezeigt. Ich schick mal einen Tipp durch die Karte, dass man das so sieht, wie gut der läuft. Also normalerweise müsste mein Stream nicht automatisch hosten, ne? Ja, was ich auch mich frage, wie das bis heute geht, weil von mir kommen ja die. Wie kannst du mir da helfen in der Leitung? Check ich nicht. Nee, nicht hosten. In dem Sinne. Sondern das kommt Also auf es meinen läuft Kanal schon. Ja, was ist denn da für eine Qualität? Schick mal die Leute hier so übers Feld. Lecken die irgendwie, wenn die laufen? Nö, ich glaube, das wir probieren es einfach mal. Okay, Geh auch gut, mal wir auf probieren High das hier. Quality. Ja, dann lass es nochmal laufen. Kannst du diese Tooltips noch kleiner machen? Wie geht es? Option, Spiel oder was? Ne, Benutzeroberfläche. Geh mal auf Optionen. Benutzeroberfläche und dann HUD-Skalierung im Spiel oben. Link oben rechts ist das. Ne, die Tools-Tipp-Skalierung, Ach, oder? die Tooltip-Skalierung. Ja. Nee, HUD ist falsch, Quatsch. Lass die auf 100, die ist gut. Okay. Nein, nicht 120, 100, ja, genau. Ja, okay. Ah ja, alles Ja. klar. Sehr schön, sehr angenehm. Okay. Gut. Hallo, Hallo. hallo. Was Hi. ging denn hier gerade für eine Party, Wir sind nochmal in uns gegangen. Also, okay. Okay, ja gut, ich starte mal das Spiel, ne? Machst du einen auf? Ja, ich mach's eins auf. Ich nenne es einfach Elomis und dann ich lade dich ein und dann finden die anderen das auch, oder? Spiel zum Zuschauen, halt Ich mal kann auch an. einfach Spiel beitreten drücken, weil er Ja, nicht. oder das. Mal hier Hype. Gut, und Manu wollte ja auch noch mit kommentieren. Ja, aber da kann er ja jederzeit einsteigen in das Spiel. Das ist ja das Schöne bei DE. Ja. Okay, ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Okay, Movie, dann Aber warum mit schließe dem Bild? meine Passt es doch auch. Einladung. Ich schaue nochmal, ob alle Einstellungen passen. Viel Scheiß gemacht in der letzten Zeit. Oh, da sind sogar schon Leute in hier. 9 Stück. Hallo. Okay, Ich habe noch gar keine also. Anmoderation gemacht. Die gibt es erst in einem. Stimmt, wir haben noch gar nicht 8.
So, jetzt ist 8. Hallo und herzlich willkommen zum Age of Illomis Cup 2. Oder Age of Illomis 2 Cup, so rum Tag 29. Heute mit einem Burner-Spiel, mit einem Highlight unseres Turniers wahrscheinlich. Der Mobi gegen Illomis. Und wir sind alle sehr gespannt. Die beiden sind auch schon da im Chat. Hallo. Hi. Hallo. Und ich mache lieber Ansagen, anstatt selber zu spielen, merke ich gerade. Der Domme, der konzentriert sich heute total aufs Spiel. Der braucht auch gar nicht viel kommentieren. Dafür ist nämlich der Waldmeister auch schon da. Der wird mich heute unterstützen und wahrscheinlich auch der Manu dann im späteren Verlauf. Also Manu, wenn du das willst, komm doch bitte rein, genau. Und wir sind jetzt schon am Spiel erstellen und joinen dann rein, sobald das Ding offen ist. Genau, wir müssen noch sagen, welche Karte wir spielen. Und ich habe den ersten Map-Pick. Yes. Hallo. Hallo, servus. Hallo. Hier ist auch der Bücher. Da ist er, der Typ. Okay, sehr gut. Also, ein Dreier-Team an Castern. Heute entgeht uns kein Bohr-Laming. Also, wir müssen aufpassen, kein Schiebspiel. Hier wird nicht gespielt heute. Also das wird ziemlich komplex. Mal gucken, ob ihr das mitkriegt bei der nächsten Karte. Ja, es gibt auch wahrscheinlich viel kommentieren, ja. Weil wir spielen Budapest. Budapest? Hast du es schon mal gespielt, Mobi? Aber natürlich. Sehr gut. Also ich sag's für die anderen. Nein, darf ich nicht. Hast du nicht? Okay. Dann sag ich's jetzt. Willst du was über die Karte wissen oder dich überraschen lassen? Sag mal nix. Also eine Sache muss ich dir fairerweise schon sagen. Ein Ehrenmann hier. Weil das ist sonst zu krass. Du startest mit 2 TCs. Mit 2? Ja. Ach krass, okay. Ja, weil sonst machst du nur mit einem TC was und checkst es nicht. Das ist schon ein krasser Nachteil sonst. Ja, okay, danke dir. Ja. Sehr fair. 2 TCs, doppelte Anzahl Dorfbewohner, 2 Scouts. Genau, also dieselbe Situation zweimal. Alles doppelt. Auf einer Karte, dieselbe Anfangssituation, die Standard-Anfangssituation. Direkt eine Überforderung hier, oder was? Ja, genau, ich dachte auch, wird es ein bisschen chaotisch bei uns vielleicht. Heißt auch ähnlich solche Situationen haben, dass man da irgendwie improvisieren am Anfang an. Sehr kreativ. Mobi, dann wünsche ich dir ein schönes Spiel. Wir sehen uns gleich, dann starten wir das Spiel eigentlich gleich, wenn wir dann im Spiel. Ja, GLHF. Alles klar, danke. Seid ihr jetzt auch in der Liste hier, wieder zum Zuschauen? Erster. Ja. Ich starte gerade das Spiel. Ja, okay. Bin gleich da. Kannst ja dann auch vorspulen. Aber bis jetzt sehe ich hier auch kein Illomis Game. Der Chat kann mich gut hören, glaube ich. Bis jetzt gibt es keine Beschwerden. Alles klar. Da ist es, Illomis. Genau, da ist das Game. Oh, und der Lomis hat Kumanen. Oh, der kann gleich ein drittes TC bauen. Oh, okay. Sehr krass. Mal gucken, ob er daran denkt. Und weiß ich jetzt nicht, ob die Regel dann... Das ist Lieblingsvolk auf jeden Fall, der Domme hier. Die Japaner für Mobi. Wisst ihr, ob die Regel gilt für Kumanen? Ja, das also ist... Können die tatsächlich noch ein drittes bauen oder gilt das zweite auf Budapest schon als zweites? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Das wäre dann schon ein Nachteil wiederum. Ist die Frage, ob man überhaupt ein drittes TC versorgen könnte. Okay, es laggt, wurde gerade geschrieben. Weiterhin so ist, wenn nicht, müssen wir vielleicht auf dein Öli. Okay. Öli? Ich bin da. Ja. Wenn nicht, müssen wir vielleicht auf deinen Bildschirm dann wechseln. Falls es irgendwie nicht geht. Genau, der Chat einfach schreiben, wenn es zu krass wird, dann schauen wir, dass wir das vielleicht den zweiten Stream starten. Genau, und ich sag jetzt nochmal über die Kumanen was, weil die ja auch relativ neu sind. Die gibt es ja bei DE nur. Also können Siege Workshop auch bauen in der Feudalzeit, was ziemlich stark ist. Und die Kavallerie kriegt einen Speed-Bonus 5% pro Zeit, auch nicht zu unterschätzen. Alleinheit Kipchak, ein
berittener Bär, ähnlich wie bei den Hunden der Mangudai, die Richtung einzuordnen. Und jetzt kommt hier gleich der Scout. Der Scout ist tot. Zack. Der Scout von Mobi war hier auch kurzzeitig unter dem TC von Elomis, hat aber nichts auf die Schnauze bekommen. Und die TCs schon sehr nahe, muss ich sagen. Die oberen zwei, die linken, auf der westlichen Hälfte gehen, aber unten, da hat's nochmal ein Hügel in der Mitte mit Gold. Darum wird wahrscheinlich gekämpft. Es gibt natürlich auch vier Seen, wo man sehr gut fischen kann. Japaner hätten hier jetzt den Vorteil mit ihren besseren oder schnelleren, Zitat, Schifferbooten. So, und ich glaube, wir wechseln mal auf den Stream von Meister, weil bei mir laggt's anscheinend. Kannst du das machen? Ich mach das mal parallel hier. Ja. Gib mir noch 2 Minuten. Genau. Und dann musst du noch deinen Link unten reinposten, falls wir wechseln würden. Elomis ist jetzt schon auf 24 Pop, baut gerade Häuser nach, ist gerade jetzt haust. Mobi auf 22 Pop, hat noch Pop Space, hat noch genügend Häuser hier. Und es ist schon schwierig, hier beides im Blick zu behalten. 2 TCs als Caster, muss ich sagen. Hier werden die Wildschweine geholt. Wie gesagt, alles ist sozusagen doppelt vorhanden. Hier hat es auch nochmal extrem viele Rehe. Und der Link wird dann bald gepostet, sobald der andere Stream offline ist. Und dann könnt ihr hier raus und dann werden wir uns einfach auf Ölis Stream konzentrieren und was der dann so sieht. Dann führe ich halt nicht mehr die Kamera, aber ist ja egal. Musst du halt dann übernehmen, Öliger. Muss ich irgendwo noch einstellen, dass es die Videos speichert, gell? Weißt du, wo ich das mache? Ganz unten neben Stream beenden. Oder Stream starten in deinem Twitch-Studio-Programm. Da kannst du so einen Haken setzen. Neben Stream starten, unterhalb vom Videoplayer, gibt es dann noch so einen kleinen Pfeil. So, und jetzt haben wir hier schon die 2 Scouts hinter Elomis seiner Base. Wir gucken nochmal rein in die Pop. 29 für Mobi und 33 mittlerweile für Elomis geht jetzt auf seine Rehe und mal gucken, ob die Scouts hier schon früh Stress machen. Wie gesagt, 2 Scouts sind besser als einer, dann kann man schon auf Budapest in der Dark theoretisch einen Dorfbewohner knuspern. Genau, ihr könnt jetzt zum Beispiel den, der gerade den Hafen baut beim Dome, den könnte man zum Beispiel ärgern, aber verraten natürlich, aber ich meine auch ist die Karte eh nicht. Also auf Wasser lohnt sich hier auf jeden Fall, zumindest mal zu 2 Seen zu gehen. Hat Domme ja schon gemacht, Mobi hingegen nicht. Geht hier jetzt schon mit seinem linken PC auf Gold. Früh auf Gold. Wahrscheinlich Man in Arms. Also wer so früh auf Gold ist, Manu, was denkst du hier? Linkes PC von Mobi. Ja, ja. Kann natürlich sein, dass er das Gold für Ramen in der Feudalzeit möchte. Das ist Mobi hier unten. Weiß nicht, ob du. Ah, okay, ja, bin ich beim Falschen. Also, das könnte Elomi schon machen. Rammen in der Feudalzeit mit dem Seed Workshop. Wäre auch ziemlich OP hier, finde ich. Ja, aber weiß. Bisher noch nicht Gold. Ja. Auf beiden TCs. Hat hier jetzt die 2 Scouts erwischt. Geht mal mit einem Scout hin und gibt's hier jetzt einen Kampf. Die sind hier. Ah, reitet wahrscheinlich nur vorbei. Bewegen sich die Scouts, greifen. Ein Scout könnte helfen, reagiert er hier? Wo ist der andere? Ziehen jetzt zurück. Wie gesagt, das ist Dark Age. Da ist es schwierig. Genau, da gewinnen die Dorfbewohner. Test. So, der Waldmeister testet gerade seinen Stream. Der wird es schon hinkriegen. Sorry, dass ihr jetzt hier diesen Lag zuschauen müsst. Und jetzt sind wir bei 51 Pop für Elomis und bei 35. Uiuiui, für Mobi. Großer Unterschied. Der Elomis boomt hier gerade weg. Und vielleicht kommt jetzt noch ein drittes TC und eins. Er baut mal ein Lumbercamp hier hin. Und Mobi sehen wir die Schnitzeinlage.
Werden's Archer. Mit dem Gold. Sieht so aus. Jetzt live sein. Gut. Da kommen zwei Schießanlagen tatsächlich. Manu, kannst du mal kurz in den Stream reingucken, mir Bescheid geben, ob der live ist, weil dann beende ich einfach meinen Stream und dann gehen wir rüber zu Waldmeister alle zusammen. Einen Moment. Und Öli, du musst halt deine Kamera. Ich brauche noch mal kurz den Link. Ist im Twitch-Channel hier von mir. Oder einfach Waldmeister mit Z statt S. Jetzt gibt's hier Aggression an der Mühle von Elomis. Oh. Aber es wird auch gemicrowed, alles klar, die sind hier wach. Jetzt auch Elomis stark also auf Gold und bei, wir werden wahrscheinlich na, bald Archer sehen. Ilberts Stream läuft. Gut, dann gut, gehen ja, wir alle auf willkommen den. Hier. Dann beende ich hier, ciao.